Ja, liebe Claudia Taverna, herzlich willkommen. Hallo, liebe Claudia Schwarz, ich danke dir für die Einladung, für den Impuls. Sehr gerne. Ja, herzlich Das ist willkommen super. zum Gespräch über, ja, über die Rückkehr der Göttin. Ja, das ist so ein mir auch ein Herzensanliegen und ich freue mich, dass du dich da bereit erklärt hast, was zu erzählen, auch von deiner Erfahrung zu teilen. Vielleicht magst du anfangen und erzählen, ja, wie dein spiritueller Weg war, ja, wie du dazu gekommen bist, da jetzt zu sein und über die Göttin zu sprechen. Genau, es ist nämlich höchste Zeit, dass wir über sie sprechen und dass sie zurückkehrt. Ja, genau. Also wie ich dazu gekommen bin, ich muss wirklich damit anfangen. Ja, also ich kann jetzt sehen, dass ich schon als kleines Mädchen immer so auf der Suche war und dass ich mir schon immer tiefe Fragen gestellt habe. Auch übers Leben, über den Tod, über alles eigentlich. Und ich auch sehr feinfühlig war. Und ich bin dann auch in die Kinderkirche, das war damals üblich, ich bin in die Kinderkirche evangelisch, also ich war evangelisch getauft und auch später in der Jungschar und auf christlichen Freizeiten und genau, und immer auf der Suche und konfirmiert worden. Und schon bei der Konfirmation ist mir dann aufgefallen, dass ja, dass eigentlich, ja, es hatte so eine Strenge. Es hatte einfach so eine Strenge und irgendwie habe ich mich da nicht wohl gefühlt. Ich habe manchmal wirklich sogar gedacht, Gott wäre ein Betrüger. Also ich wundere mich jetzt gerade selber, dass Als das so Kind schon, rauskommt. oder? Als Kind hattest du diesen Satz quasi schon. Oder Ja, als Jugendliche. oder dass er mich ja schon prüfen will, aber irgendwie, ja, dass er mich tatsächlich in Versuchung führt, damit er mir nachher vielleicht eins überziehen kann oder so. Also da war dieses Prinzip von Schuld einfach auch. Also von Sünde und Schuld. Ich weiß noch, es kam mal in der Jugendfreizeit auf das Gespräch, diese Sünde der Väter, dass die auf die Kinder übergeht. Und ich weiß noch, dass mich das total geschockt hat. Es hat mich total aus der Bahn geworfen. Und dann dachte ich, ja, aber wie ist denn das? Da gibt es doch diesen Jesus und den kann ich so toll nachvollziehen und der ist voll cool. Und da kann ich spüren, das ist wahr. Also das ist eine Leitfigur für mich. Aber das jetzt, das passt irgendwie gar nicht dazu. Also das hat mich schwer aus der Bahn geworfen. Ich bin jetzt gerade selber erstaunt, dass das gerade kommt. Aber wahrscheinlich wollte das auch ausgesprochen werden. Und ja, jetzt waren wir bei der Konfirmation und Jugendfreizeiten. Ich habe dann später im Erwachsenenalter, bin ich dann auch wieder in die Kirche und habe was gesucht. Und es hat mich eigentlich immer nur nervös gemacht irgendwie. Später hat man mir dann erklärt, es wäre so eine Richtung. Im Evangelischen der Pietismus. Also es ist nicht überall in der evangelischen Kirche so, aber hier ist es halt stark pietistisch geprägt gewesen. So, dann habe ich also einen Italiener geheiratet oder schon davor habe ich halt gesehen, wie das bei den Italienern, sprich in der katholischen Kirche war. Und das hat mich total angesprochen, also diese Rituale und alles und auch die Lieder und wie man da halt im Gottesdienst auch so aktiv teilnimmt, also dass man aufsteht und dann kniet und diese ganzen Formen, auch Gebetsformeln, das hat mir unheimlich viel gegeben und auch die Heilige Kommunion, dass die eben in jedem Gottesdienst war. Ich habe das als sehr kraftvoll empfunden und auch gerade das Rituelle, das hat sich so, diese Kraft hat sich so aufgebaut während dem Gottesdienst. Also so habe ich das halt empfunden. Und habe dann auch wirklich meine Heimat in der katholischen Kirche gefunden. Ich habe dann auch, wie heißt es bei den Kleineren? Bei den Großen heißt Firmung, bei den Kleineren heißt Kommunion, genau. Ich habe Kommunionbegleitung gemacht und habe das sehr geliebt. Und auch die Firmenbegleitung für die Älteren. Ich hatte dann eine Gruppe und wir haben dann Gottesdienst gestaltet. Also ich war total involviert, habe mich sehr wohl gefühlt und habe gesagt,
ich habe jetzt hier endlich diesen liebenden Gott gefunden und diese Kraft. Und ja, wie ging das weiter? Ja, es ging ganz spannend weiter. Mein Mann war inzwischen schwer erkrankt und es war alles sehr schwierig. Und als es dann schon wieder leicht in die Besserung ging, es war zu dem Zeitpunkt, als der Pfarrer in unserer Gemeinde mich gefragt hat, ob ich denn mir vorstellen könnte, Wort Gottes feiern zu halten, also in unseren Kurkliniken. Wir sind eine Bäderstadt und da hat er gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, da die Ausbildung zu machen und dann eben dort diese Wortgottesfeiern in den Kurkliniken zu geben, im Rahmen von der ökumenischen Kursseelsorge. Und weil ich ja Herausforderungen liebe und weil ich irgendwie auch was zurückgeben wollte, weil ich eben dort so viel Kraft erfahren habe in der Kirche, habe ich das dann gemacht. Und habe auch wirklich ein paar Jahre lang diese Wortgottesfeiern gehalten und die durfte ich dann selber auch vorbereiten und hatte da auch Vorlagen von ja, Predigten direkt, weiß nicht, ob man Predigten sagen durfte, aber eben die Texte, da gab es Vorlagen und die habe ich mir dann immer so ein bisschen auch so auf meins zurecht geschrieben. So dass es für mich auch stimmig war. Und ich habe das auch total geliebt, also dann die mit dem Friedensgruß, also dann zu den Leuten durchzugehen, durch die Reihen. Da waren durchweg sehr schwer kranke Menschen und die waren so dankbar auch. Und ich ging da durch die Reihen und habe, ja, Friede sei mit dir zu jedem Einzelnen und mit Augenkontakt. Und ich habe das total geliebt und genauso mit der Heilige Kommunion durfte ich da auch geben. Und also es war sehr, sehr kraftvoll. Ja, ich war auch viel in der Kirche natürlich, in den Gottesdiensten. Und das war sehr seltsam, weil von einem Tag auf den anderen hat es für mich nicht mehr gepasst. Also der weibliche Ausdruck Gottes oder die Göttin, die war schon zuvor also in mein Leben getreten, eben durch auch durch Shameli Ardak, meine Lehrerin vom Awakening Women Institute. Und ja, auch da habe ich mich dann schon immer vieles gefragt und auch die Göttin vermisst in der Kirche, aber ich konnte mir das lange Zeit einfach zurechtreden, zurechtbiegen, meine eigenen Worte, meine eigenen Bilder dafür finden. Und irgendwann an einem bestimmten Sonntag hat es auf einmal nicht mehr gepasst. Wir hatten damals einen neuen Pfarrer bekommen und der hat dann dieses meine große Schuld wieder eingeführt. Meine große Schuld, dieses, ja, genau, diese Formel da eben. Und dann alles in mir hat so geschrien innerlich, nein, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Und ich weiß nur, wie mein Herzraum so aufgegangen ist, zur einen Seite zur Jesusfigur und die andere Richtung zu Maria und sich ja wie so ein Dreieck gebildet hat und alles in mir einfach gesagt hat, nein, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Das ist auch nicht meins und auch nicht mehr, ja, es ist einfach auch nicht meine Sprache. Und ja, dann das war dann das letzte Mal, dass ich praktisch in der Messe war. Und ich habe dann halt mich komplett dem weiblichen Ausdruck von Gott zugewandt, der Göttin. Hatte ja auch schon viel mit Shameli Ardak gearbeitet, mit Göttinnenmythen und diese Online-Sadhanas, die ich sehr empfehlen kann, wo wir uns einfach mit der Göttin auch ja, nicht auseinandergesetzt, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ja, einfach so spiegeln konnten auch. Und Claudia, was sind denn so Online-Sadhanas? Magst du das mal so beschreiben? Ja, wenn jetzt das ja, jemand genau, nie gehört hat, da kann er sich gar nichts vorstellen. Ja, genau. Also das Awakening Women Institute bietet es an, zum einen in Englisch, zum anderen in Deutsch. Das sind so 21 Tage, wo man jeden Tag
E-Mails bekommt, also eine E-Mail mit Impulsen oder Gedichten, mit Übungen, speziell eben zu einer Göttin. Also da geht es immer speziell um eine Göttin. Das kann mal Saraswati sein. Also sie arbeitet viel mit hinduistischen Göttinnen, weil die eben sehr von der Kultur her sehr reich sind, sehr facettenreich. Da gibt es viele Geschichten und also da ist richtig was da, da ist viel Gehalt. Deswegen kann man so gut mit denen arbeiten. Also verschiedene Göttinnen, das wie gesagt Saraswati, Radha, es ging auch schon um die göttliche Mutter zum Beispiel, also allgemein in der Form von Ishtar, Isis zum Beispiel. Es gibt auch Maria Magdalena online, Sadhana. Und wo man sich einfach als Frau, als spirituell Praktizierende da auch spiegeln kann, reinspüren kann, Impulse bekommt und so einfach auch Bilder für das Weibliche, für das göttlich-weibliche, für das spirituelle Weibliche bekommt. Und, ja, und an jedem, also es sind drei Samstage sind drin und da sind jeweils auch noch solche Teachings von der Shamini, wo sie eben noch genauer diese Göttin erläutert und zum Mythos auf den Mythos eingeht, auf die Symbole, auf die Symbolsprache und alles, was halt so damit zusammenhängt. Also es ist sehr, sehr reich, eine sehr reiche Quelle, die sie da anzapft, ja. Genau. Und dann war das einfach auch bei mir so, dass ich ja, mich auf das so konzentriert habe, ja. Und das war so ganz klar innerlich bei dir, gell? Das war so wie so eine... Ja, ja. Nee, gar nicht, also gar kein drüber nachdenken mehr, nein, gell? Nein. So eine große Klarheit, ja. Dass das so nicht weitergeht, ja? Dass du ja. einen anderen Weg einschlagen darfst. Ja, das hat mich auch einfach, das hat mich gefunden und ja, da habe ich gespürt, da geht es für mich lang. Ja, du hast dann dieses göttlich-weibliche vermisst. Einfach ja. Eine große Sehnsucht danach und ein Wirken drauf, ja, das. Ja, weil ich eben, es ist so verrückt, weil ich habe mich irgendwann gefragt, wie konnte man uns so lange die Göttin vorenthalten, weil sie steht ja im Prinzip, also erstens mal kann man das Weibliche überall in der Schöpfung sehen, es gibt immer männlich und weiblich, also in der Schöpfung. Und wie kann das sein, dass hier nur von einem männlichen Gott die Rede ist? Also Vater, Sohn, dann noch der Heilige Geist, der ja eigentlich ursprünglich weiblich, also Ruach, das ist ja dieser weibliche Geist, der vor allem da war, vor allem anderen. Und danach eben die ganzen Manifestationen. Wir sprechen ja immer, muss man sagen, wir sprechen ja von Gottes Bildern. Kann man sich ja schwer relationieren. Das Göttliche ist im Prinzip absolut, aber es ist ein bisschen schwierig, sich damit zu relationieren, also in Beziehung zu gehen. Deswegen gibt es ja einfach diese Gottesbilder und auch diese Mythen und auch die Bibel ist ja eigentlich ein religionsgeschichtliches Dokument. Und das sind, also für mich sind es Mythen. Wie die Göttinnenmythen. Das hat keinen Anspruch auf auf, dass das wirklich geschichtlich passiert ist oder auf ein, wie schreibt sie Christa Mulak? Ich gucke mal geschwind. Ich zitiere mal geschwind. Christa Mulak, die Bibel ist ein religionsgeschichtliches Dokument und nicht die exklusive Selbstoffenbarung des Göttlichen als einzig gültige Wahrheit. Und so muss man das einfach sehen. So, jetzt komme ich wieder zu dir. Ich glaube, das verwechseln auch viele oder das mit den Göttin, Gott, es gibt viele Gottesbilder. Und ich glaube auch, ich glaube, in jeder Religion hat auch jeder Mensch sein ganz eigenes Gottesbild und sein ganz eigenes Gottesverständnis. Und was wollte ich noch gerade sagen?
Also ich muss gerade entfallen. Vielleicht kommt es ja nochmal. Ich habe das, ich finde das so toll, dass, wo waren das? Das war irgendwo in Österreich, Richtung Traunstein. Die hatten da immer so, jedes Ort hat doch so ein Willkommensschreiben oft, ja, so irgendwie ein schön gestaltetes Brett und da steht dann irgendwie Grüß euch oder sowas drauf. Und da stand Grüß Göttin stand. Ja, Wahnsinn, das ist toll. Ja, schön. Dass das, ja, dass das nicht nur so. Es ist ja alles, ja, dass es weiblich und männlich gibt, aber dass das eine eben nicht total negiert wird und wie gar nicht vorhanden ist. Das ist wichtig. Das ist ja auch in unserem Sprachgefüge, ich merke das selber immer, dieses, das ist gar nicht, hat gar nicht so Raum für diese weiblichen Ausdrücke, auch das allein schon. Ja, ja, das durchzieht einfach alles. Ja, und das ist wichtig, dass diese Verbannung wieder wie oder dass das wieder wie aufgeweicht wird und integriert wird einfach in unser aller Leben. Überall, auch in der Wirtschaft, in den Familien, überall gehört diese Weiblichkeit mehr rein. Ja, also genau. Das, und ja, wir sind halt so geprägt, weil ich habe dann auch mal in der Kirche gehört, ja, Gott ist Vater und Mutter. Aber es wird trotzdem nie von der Mutter gesprochen. Okay, Mutter Gottes, ja, die Mutter von Jesus, aber es heißt immer der Vater, es heißt immer der Herr und so weiter und so fort.
fort in den Körper bringt. In jedem Moment. Das können wir immer machen. Das können wir sogar im Büro machen. Da wird sich niemand was dabei denken. Und wir schenken uns diese Berührung auch gegenseitig in den Retreats. Und ja, öffnen dadurch unsere Körperkanäle, sind wieder mehr im Körper, spüren mehr, empfangen mehr, ja, können Situationen auch über den Körper wahrnehmen, zum Beispiel. Das ist ja sowas wie wenn, das kennt bestimmt fast jede, wenn jetzt ein Streit war und es ist dicke Luft in diesem Raum, das spüren wir ja auch, ja, und wirklich da mehr Verbindung zu bekommen, hey, ich bilde mir das nicht ein, was da ist, das, ich habe ein komisches Gefühl, und das wird dann mehr quasi integriert und wie freigelegt wieder, das ist was wir alle haben wahrscheinlich, gell? Dieses ganz heißt, wichtig, wir was sind du gerade alle sagst, heiß ja, dass wir und dem brav. ja. Ja. Und dass wir dem wieder vertrauen. Und ich sage Ja. immer, man kann zu allem ein Gespür haben. Also ich merke das bei mir. Ich kann mich in so viele Sachen reinspüren. Also nicht nur in Menschen und in Situationen. Ich kann mich in eine Pflanze reinspüren oder in einen Baum oder also weil alles beseelt ist. Das ist auch so eine Erkenntnis von mir, was ich einfach als zutiefst als Wahrheit ist und dass ich deswegen mit allem in Resonanz gehen kann, wenn ich will. Ja. Das finde ich auch toll, dass das eigentlich auch mit der Physik zusammenhängt. Es wird ja auch immer kleiner, jeder Stein besteht ja aus Atomen und noch kleineren Quarks und was es da alles gibt, ja. Und dass dann die Essenz so was Göttliches ist, mit dem wir uns verbinden können, ist das ja eigentlich total logisch, oder? Ich finde das total schön, ja. Ja, finde ich auch. Ich Ja. finde es auch total logisch. Und ja, schön, dass du jetzt auch da den Fokus drauf bringst. Es hat ja leider auch eine Entheiligung von der Natur irgendwie stattgefunden. Also die Natur, die ist so mehr zum Ding geworden, zu etwas, also zu einem Rohstofflieferant oder zu einem Abenteuerspielplatz für viele, wie man jetzt in der Pandemie, finde ich, sehr gut gesehen hat, also wie respektlos viele Menschen einfach mit der Natur auch umgehen, dass sie überall reintreten, wo sie eigentlich nicht reintreten sollen auch. Und weil uns einfach das Gespür verloren gegangen ist, also der Respekt auch und auch die Feinfühligkeit für Orte oder ja, für Biotope, egal, einfach für Orte, für die Natur im Allgemeinen. Und das ist auch ein Dilemma, weil wir eben durch diese Entheiligung von der Natur ja, den Bezug zu ihr verloren haben und uns das als wie etwas Getrenntes von uns vorkommt. Aber wir sind ja die Natur. Ja. Also wir entsprechen dem allem. Und ich mache oft diese Übung in der Natur. Also ich stelle mir dann vor, ich sitze irgendwie vor einem Baum und dann sage ich, oder ja, vor einem Baum, das ist jetzt meinetwegen eine Eiche, dann sage ich, diese Eiche ist Claudia. Und dann spüre ich so in mir drin, ja, das ist Claudia. Und dann merke ich, die hat irgendwie meine Eigenschaften. Ich Ja, sehe mich alles dann ist als den verbunden. Baum. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, der hört sich jetzt ein bisschen abgedreht an. Aber ja, und so kann man das mit allem machen. Und ich finde das eine ganz tolle Übung. Ich denke, das ist auch so. Also mir ist es auch kürzlich so klar geworden, dass wir mit allem verbunden sind. Alles, was um uns rum passiert oder ist, Schönheit, aber auch Sachen, die vielleicht ein bisschen herausfordernd sind, das hat alles was mit uns Ja, zu tun. Und das ja. ist ja so logisch. Ja. Und da ist es so wichtig, dass wir diese Verbindung wieder ja. herstellen und erlangen, ja? Ja. Dieses feinfühlige Ja, und da Nass. merke ich halt, ja, bei dieser Verkörperungspraxis, bei dieser weiblichen Verkörperungspraxis, da bekommen wir eben die Schlüssel dazu.
Weil wir können das in Büchern lesen und weise Menschen erzählen uns das, sagen wir, ja, das hört Dann sich haben wir schon das alles nur plausibel hier. an. Macht Sinn. Ja. Aber es muss halt hier rein in den Körper. Und wenn wir mit dem Körper verbunden sind und auch viel rausgehen in die Natur, ist auch wichtig, dann können wir das wirklich als wirklich wahr auch wahrnehmen über den Körper. Dann ist es uns so klar. Ja, und so kann auch keiner mehr was vormachen. Nee. Wir, also wirklich dieses Vertrauen auf unser, ja, auf unseren Seismologen, den wir da haben. Und dann sind wir wirklich dieser Baum. Wir sind dann ein Baum. Weil wir sagen, weil wir spüren unsere Wurzeln. Je länger wir praktizieren, desto mehr spüren wir diese Wurzeln und fühlen uns da auch sicher. Und trotzdem ist es natürlich, dass wir das Lichtvolle natürlich lieben. Es ist uns immer lieber als die Dunkelheit. Ja, natürlich. Ja. Aber wenn wir es wissen, gehen wir schon ganz anders runter. Wenn es wieder mal von uns verlangt wird. Ja, und es wird halt auch nicht verdrängt dann. Es darf dann alles da sein, ja. Also ja. Das ist schon auch kraftvoll und das ist auch, ich finde, das ist das Ganze, ja. Das ist das Potenzial. Das wird dann alles ausgeschöpft. Wenn wir immer was verdrängen und nein, das dürfen wir nicht, wie du auch das mit der Schuld angesprochen, nein, ich darf das nicht, dann wird ja so viel Energie dafür verwandt, um das so wegzudrängen und ja. Wir können gar nicht wachsen richtig, ja. Ja, und weißt du, was noch passiert? Wir werden so eng und so steif und so starr und die Lebensenergie kann nicht mehr fließen. Ja. Das ist lustig, diese Fliege, die hier fliegt. Ich habe mal gehört, Fliegen sind für Ahnen. Oh, schön. Die kommen hier vorbei, die Ahnen, die düsen hier gerade. Ja, bei Seminaren. Ja, schön. Bei Seminaren, da gibt es dann auch immer meine sogenannte spirituelle Fliege. Das ist dann die immer so, wenn es ganz still ist. Bzz, bzz. Aber ja, das sind wahrscheinlich die Ahnen. Oh ja, also es ist so ein reiches Thema, wenn wir uns mal dafür öffnen. Und ja, gerade die Ahnen gehören auch dazu. Die das sind Ahnen, auch die Wurzeln, tiefe, gell? Tiefe Kraft, unsere Wurzeln und ja, es ist wirklich ein unerschöpfliches Thema. Zu den Ahnen, hast du da noch was, wo die gerade so da waren? Jetzt fliegen die nicht mehr, aber hast du da also wirklich das, dass wir uns auch beschäftigen mit unseren Ahnen, oder? Was die, das hilft wahrscheinlich auch schon, so uns ja. zu verbinden mit unseren Wurzeln. Was hilft uns denn da auch noch, außer jetzt diese Körperpraxis? Aber ja, ich glaube wirklich, wenn wir in die Natur gehen, weil über die Natur können wir uns gut mit den Ahnen verbinden, weil die kannten ja diese Natur auch und es ist sowas Ewiges. Ja, das ist zeitlos. Also mir geht es immer so, Apfelbäume, die, also da weiß ich immer, das hat was mit meinen Ahnen zu tun. Ich habe schon von klein auf, habe ich Apfelbäume geliebt. Und habe dann auch irgendwann erfahren, dass meine Urgroßmutter Apfelbäume hatte. Und auch ein Mohnfeld. Und Mohn liebe ich auch sehr. Also auch von klein auf hat mir das immer sehr viel bedeutet, Mohn. Und dass wir vielleicht auf sowas auch achten, womit wir in Resonanz gehen. Ich weiß nicht, ob es so, es kann auch hilfreich sein, dass wir uns ganz konkret mit den Wurzeln beschäftigen. Wer waren denn meine Ahnen? Ist sicherlich auch schön. Es ist allerdings schwierig. Also die mütterliche Linie nachzuvollziehen ist unheimlich schwierig, weil ja die immer ihre Geburtsnamen verloren haben quasi. Also es wurde ja immer nur die männliche Linie quasi aufgezeichnet. Ja, das ist auch. Und unsere Kraftlinie, unsere Blutslinie, das sind einfach ja die Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, diese mütterliche Linie. Wie wir da sonst noch Kontakt aufnehmen können. Ja, indem wir uns einfach dazu entschließen, glaube ich, ja, dass wir auch still werden und mal reinspüren. Und dann auch gucken, was wir da empfangen. Das ist jetzt vielleicht eine Advanced Practice. Für Fortgeschrittene. Meinst du, es ist Fortgeschrittene? Nein, ich glaube, dass es so ist, dass
wir zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Öffnungen haben für was Bestimmtes. Ja, also ich glaube nicht nur fortgeschritten. Muss nicht sein. Ich glaube, das kann auch manchmal ganz unmittelbar, unmittelbar passieren. Dass ich dann sage, boah, das passt jetzt einfach total. Und dann ist es eigentlich eine fortgeschrittene Übung, aber es hat einfach aus dem Inneren, wo ich mich gerade befinde, gepasst. Ja. Also das stimmt. Also ich glaube, wichtig ist die Öffnung, dass wir uns überhaupt dafür öffnen, dass wir sagen, ja, das sind Ahnen, ich bin da neugierig. Ja. Ist das dann, hängt es dann auch mit zusammen in deinen Blogbeiträgen, geht es dann öfters auch um Hingabe? Hängt es damit auch zusammen, mit dieser weiblichen Praxis, diese Hingabe, die spült wahrscheinlich alles, gell? Auf jeden Fall. Also Hingabe ist für mich das Tor. Weil Hingabe heißt, dass diese Spannung, diese Enge sich auflöst, dass ich mich in ein größeres Vertrauen auflöse. Ja. Und wie entsteht Vertrauen, habe ich mal gelesen, indem ich vertraue. Keine Ahnung. Hingabe, ja. Ich glaube wirklich, das hatten wir nicht schon mal darüber gesprochen, dass das auch ein großes Thema ist bei Frauen, weil da auch die größte Angst ist. Ich glaube, da ist die größte Angst auch, und die größte Sehnsucht. Ha, spannend. So wie unser ganzes Leben, also ist so in diesem Spannungsfeld von Sehnsucht und Angst. Und ja, da müssen wir einfach Heldinnen sein, da müssen wir zu Heldinnen werden. Hingabe. Ja, und würdest du das dann irgendwie Göttinnenanbetung schon nennen, was du machst? Fragt sich vielleicht so manche. Weil wenn Göttin so. Ist das Göttinnenanbetung, was ich mache? Ja. 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 Und auch vielleicht auch ein bisschen nein. Keine Ahnung. Was ich mache. Ja, also ich liebe sie total. Ich liebe diesen weiblichen Ausdruck von Gott. Ich liebe auch meine Gaia. Die ist so richtig schwer. Guck dir diesen Bauch, die Weltkugel, diese Brüste. Ja. Zeig mal von der Seite bitte auch so ein bisschen, prima. Ja, toll. Die ist so richtig fest am schwer, Boden verankert. Massiv. Ja. Genau. Also ich liebe die Göttin, also diesen weiblichen Ausdruck von Gott. Ich liebe die Erde. Also ich könnte mich wirklich also immer wieder auf die Knie werfen und ja, ich bin den ganzen Tag am Danken und am wie sagt man, altmodisch ausgedrückt, am Preisen. Ich kann mich wirklich an den unterschiedlichen Grasformen und Grüntönen, ich kann mich da nicht satt sehen oder eine Kiefer, wenn ich eine Kiefer sehe, das geht mir den ganzen Körper über oder egal. Ja, das ist alles. So facettenreich, gell? Also irgendwie ist das ja schon Anbetung, oder? Aber eine schöne Anbetung, ja. Ist ja auch also alles anbetungswürdig. Ja. Und ich habe ja auch in meiner Küche habe ich so eine heilige Nische. Da steht meine Gaia, da steht mein Teelicht und Blümchen und je nachdem, was gerade für mich so aktuell ist. Und wenn ich mich morgens damit so verbinde, also meine Kerze anzünde, mein Räucherstäbchen und ich da stehe, dann merke ich schon, wie da einfach ein Kraftfeld ist. Da ist ein Kraftfeld, es hat sich über Jahre auch aufgebaut. Ich denke, das ist wie zum Beispiel an so Wallfahrtsorten. Durch diesen Glauben, also da baut sich eine Energie auf. Unbedingt. Und das kann jede so und jeder machen. Das ist das Tolle. Ja. Bin ich dran. Das ist eine super Nachricht, Claudia. Ihr alle könnt es machen. Ja. Genau. Wie du es auch beschrieben hast, ja, mit diesem, das, was dir wichtig ist, diese heilige Ecke da mit jeden Tag zu nähren. Ja, wir können einfach nähren. Ja, und die nährt dann auch dich, weil es gibt ja auch Tage, da stehe ich dann vor meiner heiligen Nische, in meinem heiligen Ort und sage,
Oh, Göttin, ich weiß auch nicht, wie man es heut ist. Aber nimm mich heute einfach so, wie ich bin. Ich lege mich dir auf den Altar. Und dann mache ich so meine Morgenpraxis. Ich mache also so eine bewegte Praxis einfach, also wo ich dann ja, mich auch wirklich so nach oben verbinde und nach unten. Das ist so eine Art wie Sonnengruß, aber den habe ich so ein bisschen selber. Ja, ein bisschen ausgearbeitet und so, wie es mir halt auch gut tut für meinen Körper. Ja, kam das so zu mir. Und ja, da sage ich auch nochmal, so bin ich heute hier. Also ich fange hier an und dann sage ich, und ich gebe es dir. Und dann mache ich meine Hände wie zu so einer Schale und empfange den Segen von ihr und den lasse ich dann so an mir herunterfließen und sage, oh, danke. Und dann geht die Übung noch weiter und ja, gehe ich auch runter zum Boden und verbinde mich mit der Erde und dann gehe ich wieder hoch. Und was ich bei der Übung auch so schön finde, dass ich richte mich dann aus dem unteren Rücken auf und die Arme, die tun gar nichts. Das muss man echt mal ausprobieren. Das ist am Anfang gar nicht so einfach, die Arme mal nichts tun zu lassen. Die wollen immer irgendwas machen. Ja, unbedingt. Aber wenn man das dann mal immer so übt, wirklich lass los, das ist eine geniale Übung. Also du stehst dann quasi da, du hast es vorher noch empfangen, da hast ja die Hände schon da, aber dann lässt du los. Ja, Dann. dann gehe ich hier zum Herzen, dann lasse ich die Arme los und dann gehe ich aus dem unteren Rücken, also ich lasse, der untere Rücken ist fest und dann lasse ich den Oberkörper so fallen, aber ganz langsam Ja. im Stehen nach unten fallen. Ja, und dann gehe ich so in die Hocke und dann ganz ja, runter und genau, muss ich vielleicht mal ein Video machen. Unbedingt. Und ich finde es halt eine tolle Übung, weil das auch so diesen Baum symbolisiert und das Hoch und Runter im Leben. Und das sind auch so Sachen, ja, die über den Körper unser Bewusstsein ja, verfeinern einfach und wieder mit was verbinden, was nährend ist. Ja, und uns so selber nähern durch diese tägliche Praxis. Ja, wie du auch Ja. geschrieben hast, du hast die sogar selber entwickelt, ja, aus den Praxen, die du so, oder wie sagt man da, also aus den Ja. Ritualen und so, die du kennengelernt hast, hast du das dir rausgezogen, integriert, was dir selber total dienlich ist. Und Ja. das finde ich optimal, ja. Das bei jeder Frau ist es was anderes, ja. Ja. Und das ist auch toll, also zum Beispiel dich auf die Erde zu legen oder ist ja eigentlich egal, im Sitzen oder im Stehen. Und dann einfach mal zu gucken, oh, was möchte mein Körper, was würde der jetzt gern machen, was würde dem gut tun? Und dann den Körper das einfach machen lassen. Und dann beginnst du automatisch tiefer zu atmen. Du bist mehr bei dir. Und dann wird es irgendwie klarer im Kopf. Oder vielleicht kommt auch erst so eine Bewusstheit für das, was gerade nicht so ganz in Balance ist. Vielleicht bemerkst du eine Anspannung. Ja, und das einfach alles wahrzunehmen und dann zu schauen, wie das ist, wenn das gerade einfach so sein darf, wie das ist. Ganz gleich, ob das eine Anspannung oder irgendein Schmerz oder hartnäckiger Gedanke ist. Oh, und dann in dieser Akzeptanz zu baden und in dieser warmen Präsenz, die du dir selber schenkst. Es sind eigentlich ganz einfache Sachen. Und Ja. es, ich merke auch immer so, je einfacher was ist, desto kraftvoller. Oder diese Worte, die so aus dem Moment kommen, die haben so viel Kraft. Und das ist für mich ist eine große Herausforderung, weil ich bin ja mehr die Schreiberin. Also ich kriege es Oh dann immer ja. aus mir, indem ich schreibe. Und für mich
war das echt ein Weg, dem zu vertrauen, was aus mir rauskommt, weil ich war es eigentlich auch nicht so gewöhnt, dass ich den Raum hatte. Also ich bin schon eher zurückhaltend und ich brauche unheimlich viel Raum, damit ich mich öffne. Aber das ist so besonders, dass ich jetzt gerade dazu herausgefordert werde, dem zu vertrauen, was ich zu sagen habe und dem Moment zu vertrauen und dass alles da ist, was ich sagen möchte und dass ich die richtigen Worte finde und vielleicht auch manchmal stecken bleibe oder irgendwo mich verfranz oder so. Und trotzdem haben diese Worte Kraft, weil das ein Ausdruck vom Moment und ein Ausdruck von dem ist, was gerade in mir lebendig ist. Und selbst wenn das mal stecken bleibt oder stagniert oder sich irgendwo verliert. Ja. Ja, das ist ja das alles was da ist, dass das da sein darf, ja, dass wir nicht eben im Widerstand sind, sondern dieses, wenn wir das bewusst fühlen oder annehmen oder da sein lassen können, auch wie du vorhin beschrieben hast, so einen blöden Gedanken, gell? Also, dass der darf auch einfach mal da sein. Man darf mal sagen. Und dann ist aber wieder Platz für was Neues, ja? Dann das ist das Leben, ja? Das ist mal, da hat man mal, ist er mal unten, dann ist er mal oben und dann ist es mal schön und dann ist es in Anführungszeichen nicht so schön. Das ist ja gerade die Lebendigkeit, oder? Ja, ist ja. Wenn wir nur immer in Liebe wären, ja, hätten wir nicht inkarniert hier, ja? Also dann wären wir immer im Göttlichen. Ja, genau. Also das ist ja dieses Wichtige, dieses, ja, alles. Alles erleben auch, ja. Und ja, und ich finde echt diese, ich finde auch diese Göttinnen, wie findest du das, dass die auch, dass es wichtig ist, einfach so für alles, dass diese Weiblichkeit integriert wird auf der Welt, ja, dann, dass die Frauen, aber auch die Männer, ja, dass dann, wie, dass es runder ist, das Ganze, und dass nicht so negiert wird, sondern dass man ehrlich ist, wirklich ehrlich, ja, und dass, und dass wir auch mit unseren Talenten und Fähigkeiten, wie du es beschrieben hast, jedes Wort ist wichtig, ja, alles, was wir sagen, dass wir uns auch mehr zeigen, das ist genau, ich finde, das ist ein Spiegelbild, diese Göttin, dass die nicht gesehen, also dass die noch nicht, dass da immer von Gott gesprochen wird, ja, ist genauso das, wie wir die Frauenbilder, wie die in der Gesellschaft, wie die gesehen werden, diese Krankenschwestern, was die Unheimliches leisten, ja, was die bringen sich total ein, werden schlecht bezahlt, werden total ausgebeutet, du kannst nicht weitergehen, ja, also das in allen Bereichen, finde ich, ist das irgendwie so dieses soziale, schöne, kreative, besondere, verbindende, was dieses Weibliche ist, also das ja wirklich jeder hat, Mann und Frau, ja, das kommt mehr in die Welt, ja, mehr. Ja. Genau. Für die originell sind, jeder und jede sollte wirklich mit dem in die Welt rauskommen und Geld verlangen auch, wirklich davon leben können. Viele sagen dann immer, die Frauen, ja, ich weiß total, was mich interessiert, aber da kann ich ja nicht leben davon. Doch, das darf sich ändern. Ja, genau. Wir dürfen Geld für unsere Gaben verlangen. Frag dich mal, was, wenn doch? Ja, genau, was wäre das für eine geile Welt? Da geht ein Tor auf. Wirklich, da geht ein Tor auf. Ja, das ist dann auf. Und oh, ich habe richtig Gänsehaut. das ist richtig. Einfach dem Vertrauen, ja. Also wir Frauen wirklich unseren Qualitäten und dem, was wir spüren und fühlen und ja, dass wir dem vertrauen und dem auch folgen, ja. Ja, und es ist wirklich wertvoll und dem müssen wir folgen. Und ja, dem Wert geben auch, das liegt wirklich an uns zum größten Teil. Dass wir uns immer unterordnen und auch, das ist genau das Gleiche, wie die Natur getreten wird mit Füßen, ja, das wird manchmal wohin gegangen, wo einfach, da braucht es Ruhe, ja. Dass da was wachsen kann. Genauso mit dem Schoßraum, finde ich, von uns Frauen. Ja. Ja. Es ist eins zu eins, kann es übersetzt werden. Hört geschützt und wir müssen da auch Nein das sagen und Ja zu uns. Und Hüterinnen unseres eigenen Schoßraums, Hüterinnen der Erde. Stell dir mal vor, auch wenn das in die Sexualität, weil das ist ja sowas Erfüllendes, Sexualität, ja, wenn das da anders gelebt wird als dieses.
was es halt jetzt gerade ist, Ja, ist ja. ja absolut, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was dann passiert auf der Erde. Das ist Ja, Friedensarbeit, ja. sage ich Also auch immer. Frieden auf Und der Erde. der Schoß ist ein Friedenstempel an sich. Oh, der ist ganz viel. Oh, ich habe da mal in einem Artikel ganz viele schöne Worte dafür gefunden. Auf meiner Webseite steht es. Aber ich weiß den Titel jetzt nicht mehr von dem Artikel, aber. Ja, das finden wir. Ja, aber das wäre zum Beispiel auch eine tolle Übung. Find mal einen Namen für deinen Schoßraum, weißt? So wirklich spür mal rein und schau, was da kommt. Und lass die Worte vielleicht wirklich vom Schoß aufsteigen. Also eine Blüte, die sich öffnet, diese Pfingstrosenblüte, wo du immer denkst, jetzt ist sie ganz offen, mehr kommt nicht und dann geht noch wieder eine runde Blätter auf. Sie wird noch fluffiger. Ja, bei mir kommt Goldschatz. Ich habe jetzt, ich hab jetzt Goldschatz. gedacht, hä, was ist denn das mit Ja. Goldschatz? Aber dann tue ich wieder alles bewerten. Aber das kam einfach. Ja, es ist einfach ein Aha. Goldschatz. Ja. Aber das ist echt schön. Ja. So auch diese weiblichen, diese blumigen Worte zu finden. Zu Anfang von unserem Gespräch hattest du ja auch über die Sprache gesprochen. Also gerade auch, ja, unsere Sprache zu finden, unsere Worte und auch das, also viele Ausdrücke sind ja irgendwie mit einer Vorstellung belegt, dass wir da unsere weibliche Energie, und jetzt kein Beispiel sagen, aber dass wir einfach die Dinge auch neu definieren auf eine weibliche Weise. Da habe ich total Lust drauf, auf sowas. Also da lade ich auch echt jede ein und jeden, das zu tun, weil die eben teilweise so behaftet sind und wie so da sowas draufsteckt. Und da ist es schön. Also ich habe mich auch über dieses Wort Joni einfach gefreut, wie ich das gehört habe, weil das so Schon vom Klang her. Lebensfreude. Bitte? Schon vom Klang her, gell? Ja, das ist Der so Klang von schön dem Wort. irgendwie. So wie, ja, einfach. Ja, und da neue Wörter sich ausdenken und der Fantasie der freien Lauf lassen. Und Ja, diese weibliche Kreativität. ich weiß noch, meine Kinder, da waren die Freundinnen da und ich habe dann auch gesagt, ja, die Momo haben die gesagt. Das finde ich auch irgendwie süß. Also die haben Momo Ja. gesagt. Also die hatten voll Freude dabei, Das ja. ist auch schön. Ja, das war sehr schön. Ja, und ich glaube, wir sind jetzt wirklich an dem Punkt, also ich empfinde es so, wir sind jetzt wirklich an der Schwelle auch, wo wir so in die Freude gehen dürfen, in die Kreativität, so schlimm das gerade aussieht in der Welt. Also Und ich in habe das unsere ganz. Schöpferkraft, wirklich. Ja, also Ja, das wird wirklich. Wir haben so auch die gerufen. Verantwortung. Und das ist gar nichts, das ist gar keine Bürde und gar keine, also nicht mal eine Pflicht. Wir müssen unbedingt diese Dringlichkeit rausnehmen, weil die führt zu nichts, die macht Stress und die macht eng und mutlos, sondern wir dürfen sagen, ja, wir dürfen jetzt in Freude wirklich erschaffen und erstmal auch in Freude da sein. Und Ja. voll und ganz da sein. Und erstmal, wir müssen erstmal gar nichts machen. Wir müssen vergessen, dass wir ständig was machen sollen. Und auch zum Wohl von Mutter Erde. Mach mal lieber gar nichts, Ja, weil das man ist hat ja schön. gesehen, wohin dieses ganze Tun führt. Also erstmal Piano. Ja. Erstmal sitzen, lauschen, öffnen und dann gut überlegen den nächsten Schritt. Oder weniger überlegen, vielleicht den von irgendwo von einem tieferen Ort aufsteigen lassen, die Bewegung. Ja, das stimmt. Das ist nicht so ein Bewegen ist Aktionismus gut. ist. Dass es nicht ein Aktionismus ist, ja. Bewegen ist gut. Also dich selber erstmal bewegen, in Schwingung so mit dem Ganzen zu kommen und dann entsteht da höchstwahrscheinlich eine Handlung, vielleicht auch nicht. Vielleicht muss man auch erst ganz lange lauschen.
Ja, lauschen und beobachten, finde ich. Ich finde das auch so, wie du vorhin die Natur beschrieben hast. Ich kann mich da gar nicht satt sehen. Also dieses, dass es geht immer noch mal tiefer, ja, und noch mal mehr. Wo, also wenn ich mir denke, wo, wenn ich da mal Zeit habe und mich wirklich so in den Garten hocke, wirklich und gar nichts tue, einfach nur da bin. Das ist ja auch so was Weibliches, ja, einfach nur sein. Was da alles ist und wer da vorbeikommt, welche Tiere da wohnen und was die, wie die arbeiten, die Ameisen schleppen dann irgendwelche riesigen Teile. Also es ist unheimlich schön, finde ich. So schön, ja. Wirklich wunderschön. Ja. Und ich habe oft in der Natur, habe ich echt so Geschenke gekriegt, einfach nur durchs Beobachten. Ich hab so Laufenten und dann habe ich Da war ich gerade so mit beschäftigt, ja, was kann ich denn so irgendwie, wie kann ich das so integrieren, dieses Weibliche und einfach so sein? Und dann kam diese Ente und die hat sich dann so hingestellt und hat dann so gemacht, irgendwie so, die hat sich selber so gestreckt. Also sie stand auf einem Bein und ich dachte, ja, das kannst du einfach machen, einfach, wie du vorhin auch gesagt hast, runterstreichen. Und dann hast du es integriert, dann machst du halt mal so, wenn du irgendwie einen Gang entlang gehst, streckst du dich mal und dann bist du schon mehr im Körper, ja. Ja, ist so. Ja, und ist es nicht komisch, dass auch das seltsam anmutet? Also wenn du jetzt hier Ja. in der Öffentlichkeit anfangen würdest, dich hier so zu räkeln und zu Ja. strecken, dass es komisch ist. Es ist doch so natürlich, dass ein Mensch sich bewegt. Eigentlich ist es normal, So ja. kommen wir ja auf die Welt. Ich habe neulich erst wieder, ich habe da so ein Baby gesehen, die Beine so in die Luft gestreckt und also das war noch ganz winzig, aber das war hier voll am Bewegen und am Machen und am Töne von sich geben und Ja, auch da wirst du wieder klar, ja, so sind wir eigentlich, ja, so sind wir gemeint. und das ist wichtig, da, dass wir das machen. Eben wie du das beschrieben hast, gell? Mit dem im Körper, das uns berühren. Und Ja. das können wir ja die ganze Zeit machen, ja. Also, ja. Auch unsere Brüste halten. Für mich war das auch so, Ja. wie ich das zum ersten Mal, hey, ich kann meine Brüste selber streicheln. Was? Ich habe immer, das war irgendwie so, das darf ich nicht Ja, irgendwie. gell, ist doch Dann habe verrückt. ich gedacht, boah, krass, ich weiß überhaupt Ja, nicht, ja. wie ich mich da berühren will. Also fand das wunderschön, einfach nur so mal so, ja, was ist denn da, was will ich über, also was finde ich schön, was gefällt mir persönlich, ja. Da kann mir ja jemand viel erzählen, Ja. aber für mich selber kann es ja ganz anders sein, was ich brauche, Genau. ja. Genau. Ja, man, da gibt es so viele Sachen zu entdecken. Auf jeden Fall. Claudia, hast du noch zum Schluss was, eine ganz wichtige Nachricht oder was dir gerade so ploppt oder irgendeinen Gedanken oder was du unbedingt, wo du einladen möchtest, was dir noch wichtig erscheint, so als Abrundung von unserem Gespräch? Lass mich mal schön reinspüren. Ja, es ist jetzt vielleicht am ehesten das, was wir gerade noch gesagt haben, das mit unserer Erde, dass wir verstehen, dass das, womit wir der Erde dienen können, dass das aus unserer Freude raus geschehen darf und dass es ganz viel mit dem zu tun hat, warum wir ursprünglich hier sind, also mit unseren Fähigkeiten und Gaben und aber ganz viel mit unserer Freude. Ja, und dass, wenn wir uns mit der Natur verbinden, wenn wir wirklich diese Zugehörigkeit spüren, dass wir da gar keine oder immer weniger Entscheidungen treffen können, die der Erde schaden. Also wir werden es nach wie vor Entscheidungen treffen müssen, die der Erde schaden. Das müssen wir uns auch klar sein in aller Demut, weil wir einfach so eine Dynamik aufgebaut haben, wo im Prinzip keiner von uns mehr raus kann. Also wir treffen tagtäglich schädliche Entscheidungen für die Erde. Aber je mehr wir verbunden sind mit ihr, wirklich gefühlt und gespürt, dass das
dass wir nicht einfach mehr irgendwas kaufen können aus dem Material, einfach so, weil wir wissen, okay, das ist jetzt das und das Material und das braucht so und so viel Wasser und verbraucht, ja, stößt Schadstoffe aus beim Transport und so weiter und so fort. Also dieses Bewusstsein wächst ja und gepaart mit unserer Liebe für Mutter Erde, da können wir nicht mehr so leicht irgendwas kaufen. Also ich merke das auch an mir. Und selbst wenn wir das Gefühl haben, ja, was hat meine kleine Entscheidung jetzt mit dieser großen Erde und die Industrie und die Autos, das ist doch alles viel schlimmer. Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, es ist schon wichtig für uns und für das Ganze, weil damit das Bewusstsein auch wächst und wir in unsere Verantwortung gehen und weil sich auch auf Zellebene was verändert. Das glaube ich, dass das so der Weg ist. Ich hoffe, ihr habt das gut rübergebracht. Auf jeden Fall. Also Stress rausnehmen, Dringlichkeit rausnehmen. Wir werden die Erde nicht retten können, behaupte ich einfach mal. Es ist schon zu weit. Wir haben nicht die Fähigkeit. Es ist. Die wird sich selber retten. Und Ja. ich denke, das wird sie auch, weil die Erde hat wirklich große Selbstheilungskräfte. Das wird sie schon machen. Ob wir da noch mit dabei sind, das ist die Frage, ob wir da noch mit im Boot sind. Abgeschüttelt werden, ja. Ja, das ist die Frage. Aber wir dürfen ja, der Erde einfach in Freude dienen und ihre Kinder sein und unser Bestes tun. Ja. Ja, das mach mal. In die Natur gehen, beobachten, genießen, auftanken, rein. Uns freuen. Ja, Lebensfreude ist so wichtig und so ansteckend. Ja. Ja, das ist eine Energie, die vieles andere einfach ja, transformieren kann, auch Lebensfreude kann viel. Was sonst noch so rumschwirrt, echt transformieren. Also diese Kraft glaube ich schon. Auch dass wir teilweise, also Menschen, die jetzt in die Langsamkeit gehen, in die Achtsamkeit gehen, in die Freude gehen, dass die auch so eine Art Katalysator sind. Also ich möchte auch die Frauen oder auch die Männer ermutigen, die vielleicht gerade so sich mehr zurückgezogen haben aus bestimmten Gründen. Also es gibt ja auch Menschen mit Burnout oder Krankheiten oder sonst was, die sich jetzt mitunter vielleicht sogar nutzlos vorkommen. Aber ich muss sagen, die machen einen ganz wichtigen Dienst, wenn sie bewusst sind, wirklich. Und also die halten die Schwingung mit. Ich sage das immer gern, dass das wirklich ein großer Dienst ist, dass das ganz genau richtig ist, so gerade für die, dass sie in der Situation sind, dass das absolut Sinn macht und wichtig ist, weil sie damit dem Ganzen dienen, was also dieser Welt, die so rennt und so, Ja. die in diesem Affentempo dieses Rast. Gegengewicht dann bilden. Jetzt mache ich aber Schluss. Ja, Ich herzlichen gebe Dank, nur Claudia, gesagt. für das schöne Gespräch. Ich danke dir ganz arg, wirklich, für den tollen Impuls und für den Raum, den du geöffnet hast. Und ja, für deine ja, lebensfrohe Leichtigkeit und die Sonne, die du bringst. Und Herzlichen ja, Dank. danke für dich, genauso wie du bist.